Hallo und willkommen zu Dragon Age. Ja, wir machen hier weiter mit unserem kleinen Zwergkrieger. Wie einige wahrscheinlich schon hören, ich habe ein neues Mikrofon. Und ich probiere das Ganze gerade mal aus. Ich hoffe, dass es gut ist. Und ja, dass der Ton auch nicht zu laut ist, der Hintergrundsound. Und dass wir dann hier alle ganz viel Spaß haben an der neuen Qualität hier auf meinem Format. Wir sind hier eigentlich so mitten im Kampfgetümmel und werden mal gucken, dass wir das Ganze überleben, ohne dass Alistair stirbt. Denn er wird ja gerade von einigen Leuten hier malträtiert. Aber es sieht schon gut aus. Nebenbei plündere ich hier noch ein bisschen die Leichen. Ja, wie einige mitgekommen haben, haben wir vor, ein Diablo 3 Let's Play Together zu starten. Und ich habe mir überlegt, so wie President von The Hunger Gamers, und noch LP Shanae. Ja, wir drei werden zusammen dieses Let's Play starten. Und wir haben noch Platz, falls jemand von euch Lust hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ihr könnt auch noch später einsteigen, also wenn er nicht sofort antwortet. Nee, wir versuchen das Ganze. Wir werden halt ein wenig Diablo 3 spielen. Ja, im Hardcore-Mode. Aber erst einmal... Ja, erst einmal werden wir uns darum kümmern, dass wir hier weitermachen. Ich werde demnächst einen neuen Upload-Plan starten und ein paar neue Thumbnails mir vielleicht organisieren. Da muss ich einmal gucken. Ich bin ja in keinem Netzwerk und darum muss ich mal gucken, wie ich das Ganze hier mache. Da ich zurzeit auch noch in einer Ausbildung stecke. Ja. Ein Hammer. Das könnte doch interessant sein. Was haben wir denn hier so an Waffen für uns? Der Hammer ist schlechter. Wow. Okay, gut, dann hat sich das Ganze schon wieder ausbalanciert. Das Schwert, was? Habe ich da gelesen? Ah, so eins haben wir schon. Okay. Ja, nach Dragon Age werde ich das Addon spielen. Wir werden hier in Dragon Age noch ein paar DLCs angucken und den zweiten Teil danach spielen, aber... Ah. Ein Ogre. Cool. So, dann hoffen wir noch mal, dass das Ganze so läuft. Und zwar besser läuft, als er aussieht. Gut, lauf. So, Magier, du stirbst so gerne. Gut. Die eine Wache stirbt gleich schon mal als erstes. Das darauf, das hier rauf. Die Schildwache, die hat auch eine Armbrust. Attacke. So, der Magier. Der darf jetzt kiten. Ja, wir kiten jetzt ein wenig mit dem Magier. La 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 la. Einmal hier durch. Dann lassen wir uns hauen. Machen die... Feuern wir hier hin und... Ah, wehe. Na, komm schon, Oga. Fang mich doch. Okay, er hat ihn gefangen. Ah, der Oga ist auch gleich tot. So, das war der Oga. Der kleine Zwerg schubste den Oga um und riss ihm das Schwert aus der Brust und steckt es in seinen Schädel. Cool. So, hier haben wir noch ein bisschen was rumliegen. Ah, ein Geschenk für ein Gruppenmitglied. Wer könnte nur dieses Gruppenmitglied sein? Mal eben das Mikrofon ein bisschen gerichtet. Ja, damit man mich hoffentlich besser versteht. Ich höre das leider selbst nicht bei der Aufnahme. Das ist ja das kleine Problem. Ja, wir haben hier Rüstung und können davon irgendwie nichts anziehen, weil wir voll sind. Dann kann das da mal weg. Das hier kommt auch weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Dann kommt dieser hässliche, nutzlose Dolch weg. Dann kommt das mit. Und das kommt mit und die Rune noch. So. Dumm.
Ja, wir brauchen doch bestimmt nichts. Gut. Ja, wir sind ein Level aufgestiegen, aber jetzt bin ich mal eben kurz still, damit wir in Ruhe das Video gucken können. Was ich befehle. Rückzug, ihr alle! Bewegung! Wir sind tot, jetzt gibt es ein neues Spiel, einen neuen Charakter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und nein, es geht natürlich noch weiter. Also bleibt hier, bleibt dran und lasst uns gucken, was noch so für Abenteuer kommen. Endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Ich erinnere mich, das Mädchen aus der Wildnis. Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und wir befinden uns in der Wildnis, wo ich gerade eure Wunden verbinde. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Ich weiß nur noch, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Mein Freund? Ja, mein Alistair? Der misstrauische Dämlack, der bei euch war. Ja. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Das ist aber schön. Dann gehen wir doch jetzt einfach einmal raus. Ich bleibe hier und mache etwas zu essen. Aber erst schauen wir doch einmal, ob in der Truhe... Boah, ein Schild brauchen wir nicht. Die Truhe hier ist zu. Ja. Und da ist nichts. Gut, dann gehen wir mal nach draußen, nachdem wir gespeichert haben. So, kleiner Ladescreen. Und dann geht das Gemecker natürlich weiter. Ja, cool. Seht Alistair. ihr? Hier ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Nein.
Wir sind nicht tot. Ja, wir wurden ein wenig geheilt. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Ja, ja, sowas ändert sich ganz schnell. Aber wir haben die dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Loghain das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Der Erzdämon? Was war das nochmal? Ach ja, den kennen wir ja schon. Dieser große Drache, der irgendwas von uns möchte... Ja, so könnte man, glaube ich, beschreiben. Gut, was nehmen wir hier? Kaelin genau? Hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Tja, Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Dummköpfe, ja, passt doch. Kein grauer Wächter hat die Verderbnis jemals ohne die Unterstützung der Truppen mehrerer Länder bezwungen. Nicht zu vergessen, dass ich keine Ahnung habe, wie wir das anstellen sollten. Wie vernichtet man den Erzdämon und wie stellt man eine Armee auf? Für mich sieht das nach zwei verschiedenen Fragen aus, oder nicht? Haben die Wächter in dieser Zeit keine Verbündeten? Ich weiß es nicht. Duncan sagte, die grauen Wächter aus Orléans seien gerufen worden. Und Al-Eamon würde diese Sache bestimmt niemals auf sich beruhen lassen. Al-Eamon? Hä? Habe ich ja noch nie... Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Könnten wir. Es gibt aber noch andere Alternativen. Ihr könntet darauf warten, dass der Erzdämon erscheint. Das müsste überzeugend genug sein. Die letzte Verderbnis ist Jahrhunderte her. Niemand wird sie ernst nehmen, bis es zu spät ist. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier,
Diese Ar-Imen und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Radcliffe und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Natürlich können wir das, Alistair. Wir gehen einfach hin und sagen, los, kommt mit. Nein, wir haben noch Verträge. Seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Tja. Ja, doch. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Da ein Topf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Ja, das glaube ich allerdings auch. Gute Idee, die kommen mit. Habe ich kein Mitspracherecht? Nein. Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Natürlich nehmen wir es, Quid. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Das Totschlagargument. Ich verstehe. Und ihr Wächter? Versteht ihr auch? Natürlich verstehen wir auch. Das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Wir haben immer Erfolg. Wie sehen wir denn hier wieder aus? Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Solange du dich beeilst beim Sachen packen. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Nee, sag ruhig, wenn du etwas hast. Ist okay, Morrigan. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur, wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Gibt es schon einen Ruck? Nee. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Also auch die von ihr. Das ist wohl richtig. Die grauen Wächter haben immer aller Orten nach Verbündeten gesucht. Es freut mich sehr, dass ihr zustimmt. So, gut, dann können wir uns jetzt endlich auf den Weg machen. Auf geht's, los geht's. Liebe Mutter, vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was, viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Ja, dann machen wir uns doch mal auf den Weg weiter. Obwohl hier so 1000 Millionen Quests kommen. Aber bevor wir weitergehen, speichern wir und skillen mal eben Alistair. Ja, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Konstitution, so 2 Punkte, und Willenskraft noch 1 Punkt. Jo. Ja, nehmen wir mal einen Taktik-Slot. Und dann noch eine Kampffähigkeit. Hier, Waffe und Schild, weil er ist Tank. Geschick, Stärke, okay, gut. Da wurde jetzt automatisch gespeichert und wir ziehen weiter nach Lothering. Tja, Lothering ist das kleine Dorf oben im Norden und wir werden unterwegs angegriffen. Na toll.
Ah nein, ein anderes Video. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben. Und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ja? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Ferelds Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät, euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, eure Majestät? Das war ziemlich gemein. Das, glaube ich, hat gesessen, der Spruch. Na, was kommt denn jetzt? Ach, ein kleines Sundi! Ein kleiner Hund aber nur. Ein Mabari. Ach so, ich wollte gerade fragen, was du uns Schönes mitgebracht hast. Tja, gut, dann greifen wir doch einfach mal hier an. Du da, Alistair da, Merrigan. So, das und dies, erster Tod. Nächstes Ziel, hopp. Hopp, Blitz, was noch? Dann mal eben solche Taktik ansicht. Auf den da hinten. Den da vorne angreifen, eine Spinne! Unser Charakter haut da eh alles. Morgan bleibt bei dem Ding. Tja. Ein normaler Angriff ist der Tod. Auf den Herlock machen wir die Fähigkeit und badem! Ganz schön viel Blut. Ach ja, was ist los, Kleiner, hä? Ja, mein Kleiner, na? Wie heißt denn du? Hast du schon einen Namen? Ich glaube, er ist hier, um nach euch zu suchen. Er hat euch auserwählt. Mabari verhalten sich so. Man nennt das Prägung. Soll das heißen, dass uns dieses räudige Vieh jetzt überall hin folgt? Na, großartig. Er ist kein räudiges Vieh. Ja, Schicksal. Bell, Bell. Ein Namen. Tja, wie nennen wir ihn denn? Da war es LPs Hund. Oh Mann, Dame Hund. Tja, dann gucken wir noch mal kurz nach, was hier so liegt. Ich bedanke mich, dass ihr bei der Folge zugeschaut habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von Dragon Age oder einem der anderen Let's Plays von mir. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich noch so besser machen könnte, damit ich hier auf meinem Kanal das alles ein wenig verbessern kann und sage damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!